herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir staunen immer wieder, wie Gott hilft, wie Gott eingreift und Gott erhört Gebet in den ganz verschiedenen Anliegen, mal körperliche Heilung, mal im Alltag irgendetwas anderes, Beziehungsprobleme oder Gerichtsverhandlungen oder Arbeitsstelle, ganz egal, Gott erhört Gebet. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, weil Gott Gebet erhört. Heute ein Thema: Erlebe die kraftvolle Leichtigkeit wirklicher Freiheit. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, erlebe die kraftvolle Leichtigkeit wirklicher Freiheit. Entdecke die Kraft der Freiheit. Was ist Freiheit? Freiheit zum Sündigen, sagst du vielleicht? Nein, Sündigen ist Zielverfehlung. Und Zielverfehlung, das will keiner, das Ziel verfehlen. Nein, die Wahrheit führt zur Freiheit. Das haben wir letztes Mal schon behandelt. In der Wahrheit ist die Freiheit. Es gibt eine Freiheit, eine äußere Freiheit, die in unserer jetzigen Zeit momentan sehr, sehr eingeschränkt ist. Aber ich glaube, die Freiheit, die wir wirklich innerlich erleben, das ist das, was wir brauchen. Manchmal brauchen wir eine Freiheit, etwas nicht zu tun, und manchmal brauchen wir die Freiheit, etwas zu tun. Das kommt auf den Fall an. Aber wirklich die Freiheit, wirklich zu entscheiden und wirklich zu sagen, ja, ich möchte das tun, obwohl vielleicht andere sagen, ist unvernünftig oder was auch immer. Wirklich Freiheit zu haben, das zu tun, was wirklich dran ist und nicht das, was Mainstream ist, was alle tun, sondern wirklich die Freiheit zu sagen, ich fühle es jetzt so und ich mache es jetzt so. Und in 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo ist der Geist des Herrn? Der ist in einem jeden Christen in seinem Leben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich wünsche, dass du diese Freiheit erlebst. Danke, Herr, dass wir diese Freiheit erleben dürfen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, zeig es einem jeden und dass ein jeder auch den Mut hat, in der Freiheit, die du gibst, zu leben und zu handeln. Amen. Amen. Menschen bitten uns um Gebet, die starke Schmerzen haben. Zum Beispiel eine Frau per Facebook. Sie schreibt, bitte betet für meine schrecklichen Rückenschmerzen. Und eine weitere Person, liebes Missionsteam, ich wünsche Gebet. Seit Wochen habe ich starke Schmerzen in der rechten Schulter. Jesus, und wir danken dir, dass du diese beiden Personen kennst und dass du diese Rückenschmerzen berührst und auch diese Schulterschmerzen. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt durch diese beiden Menschen hindurchfließt und diese Schmerzen hinwegnimmt. Und wir widerstehen auch diesen Schmerzen im Namen Jesu. Und dass sie einfach unwirksam sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du bei jedem eingreifst, der jetzt Schmerzen hat, der auch so schreckliche Schmerzen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du da auch wirklich eingreifst, dass du auch Schmerzen mit ans Kreuz genommen hast und dass du jeden Körper durchströmst mit deiner Heilungskraft und dass diese Schmerzen wirkungslos sind im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du diese Menschen berührst. Amen. Amen. Und weiter erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Hallo, mein Mann leidet an einer schweren Muskelerkrankung. Er ist nahezu bewegungsunfähig, kann nicht mehr selbstständig atmen und muss beatmet werden. Bitte helfen Sie uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und dass du auch diese schreckliche Situation siehst, dass er nicht mehr selber atmen kann. Und ich danke dir, dass du diese Atmung wieder in Gang setzt, diese Muskeln und diese Ursache, dass du einfach da eingreifst, dass diese Ursache beseitigt wird von diesen Muskeln. Und ich danke dir, Jesus, dass wir deine Gesundheit über seinem Leben ausrufen dürfen. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass deine starke Hand fähig ist, da
einzugreifen. Und ich danke dir, dass dieser Mann wieder ganz gesund wird. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen für ihren Bruder. Ich bitte um Gebet für meinen Bruder. Er hat ganz schwere Probleme mit seinem Darm. Ich bitte um Heilung und dass ich Gott vertrauen kann, dass er meinen Bruder sieht und einen guten Weg für ihn hat. Ich danke euch dafür, dass ihr uns im Gebet unterstützt. Das ist richtig. Du darfst wirklich Gott vertrauen. Gott sieht deinen Bruder. Und danke, Herr, dass du diesen Mann jetzt siehst. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch diesem ganzen Darm befehlen dürfen, dass er wieder richtig funktioniert, wie er vorgesehen ist zu funktionieren. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass das alles gesund wird und Normalität wir hineinrufen. Diesen Darm auch, Herr, in den ganzen Körper deinen Frieden hineinrufen, Herr. Danke, Herr, aus deinem Frieden kommt deine Kraft heraus. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Ich fühle mich oft emotional schlecht, bin viel mit den Gedanken in der Vergangenheit, kann den Menschen, die mich verletzt haben, schwer verzeihen. Körperlich nehme ich immer mehr an Gewicht zu, obwohl ich mich regelmäßig bewege und meine Ernährung umgestellt habe. Dadurch habe ich auch mehr Frust und lasse mich von grantigen Menschen runterziehen. Ich danke euch fürs Gebet. Ja, da gebe ich dir zunächst mal wirklich den Rat. Wende dich an Jesus. Du sagst, ja, habe ich ja jetzt, die sollen beten dafür. Nein, nicht nur das, sondern wirklich, wenn du in der Bibel liest, wenn du im Gebet bist, Gott möchte seine Größe dir zeigen und wenn du die erkennst, dann sind schon viele, viele Probleme weg. Dann beschäftigst du dich nicht mit den sichtbaren Dingen, die so unbequem sind, sondern wirklich mit dem Übernatürlichen, das gerade für dich bereit liegt. Es ist für dich bereit. Die Kraft Gottes liegt für dich bereit. Danke Herr, lass diese Person auch erkennen und alle anderen, die Ähnliches haben, erkennen, dass in dir das andere Bild ist. Nicht das Bild für Mobbing und all diesem Zeug, sondern wirklich das Bild, Herr, des Sieges, das Bild der Wahrheit, der Gerechtigkeit. Ich danke dir dafür. Lass uns auf dich blicken und nicht auf die Dinge, in dieser Welt, wo der Feind uns so richtig runterziehen möchte und Spaß dran hat, wenn wir dem auch folgen. Danke Herr, lass ein jeder erkennen, was für eine Identität wir haben, wenn wir zu dir gehören. Danke Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail erhielten wir diese Gebetserhörung. Heute möchte ich euch von einer Gebetserhörung berichten. Ich schrieb euch vor ein paar Tagen, dass ich durch Stress einen ganz starken Hörverlust erlitten hatte, auf dem linken Ohr fast gar nichts mehr hörte und bat euch um Gebet. Einen Tag später bemerkte ich schon eine leichte Besserung und heute ist mein Gehör auf dem linken Ohr wieder zurückgekehrt. Auf dem rechten ist auch wieder fast auf dem Stand wie vorher. Habt herzlichen Dank für euer Gebet und unserem Gott sei alle Ehre. Wie wunderbar. Und auf WhatsApp schreibt uns jemand, ich hatte in der Schule sehr schwierige Zeiten, doch nun hat Gott alles zum Guten gewendet. Einige Kolleginnen und die Schulleiterin sind gegangen und neue nette Kolleginnen gekommen. Ich unterrichte Deutsch als Zweitsprache und Begabtenförderung. Wo es noch im Februar danach aussah, dass ich 4 Lektionen weniger bekomme im August, kann ich jetzt sogar noch Lektionen mehr erhalten. Das ist ein völlig unerwartetes Wunder. Ich bin auch froh, dass unsere älteste Tochter trotz Corona, wo sie im März fast nichts mehr verdiente, einen Job bekam, welche schon bezahlten, bevor sie überhaupt gearbeitet hatte. So konnte sie ihr Zimmer bezahlen. Das war auch ein Wunder. Unser Sohn hatte in der Corona-Zeit ein Pflichtpraktikum und erhielt immer seinen Lohn, obwohl andere in dem Verlag in Kurzarbeit waren. Gott hat uns wirklich versorgt.
Und es ist großartig, wie Gott wirklich versorgt und er verlässt uns nicht. Da kann man wirklich sagen, alle Dinge sollen zum Besten dienen. Wie wunderbar. Gerade wenn nichts geht, wenn alles unmöglich ist, dann macht Gott solche Dinge. Wie wunderbar. Ich freue mich da so sehr. Hast auch du so etwas erlebt? Dann lass es uns wissen auf WhatsApp. Die Nummer ist eingeblendet. Und jetzt noch der Tipp des Tages. Ich frage dich, wo fehlt dir Freiheit? Du hast gerade das Gebetsanliegen gehört von der einen Person, wo alles drückt und Last drauf ist. Genau das soll nicht sein. Die Freiheit, die Gott dir zur Verfügung stellt, die darfst du haben, die darf jeder haben. Wo ist deine Einengung? Wo bist du eingeengt? Und analysiere es, und ich glaube, du brauchst nicht lange dazu, und entscheide dich, da frei zu werden. Und eine große Hilfe, da frei zu werden, ist der Leitfaden für dich, für die Freiheit. Und da sind so viele wertvolle Dinge drin, wo du wirklich in die Freiheit geführt wirst. Es ist deine Entscheidung. Du kannst diesen Leitfaden kostenlos bekommen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Schön, dass du dabei bist. Und wenn du Not hast, dann schreib uns. Oder am Telefon heute bis 13 Uhr. Und wenn du nicht YouTube abonniert hast, dann tu es jetzt. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.